Ja, liebe Freunde, willkommen zum dritten Teil der Motorzerlegung. Mehr als drei Teile soll es eigentlich nicht geben, weil so ein Motor ist ja schnell mal zerlegt. Die eigentliche Hauptarbeit fängt ja erst danach an, nämlich die ganzen Teile in die Hand zu nehmen, zu reinigen, zu inspizieren, zu vermessen. Das ist dann der eigentliche Job. Aber die Zerlegung ist nach diesem Teil dann hoffentlich zu Ende. Willkommen bei Sams Channel. Ja, es ist ziemlich übersichtlich geworden und erfreulicherweise nicht mehr schwer. Nicht mehr wirklich höllisch schwer. Jetzt geht's unten weiter. Nämlich bei der Ölpumpe. Genau. Die kommt als nächstes raus. Hätten wir auch viel früher machen können, aber es ist letztendlich egal. Irgendwann ist es soweit und jetzt ist halt irgendwann. Kurz und schmerzlos für die, die es noch nicht gesehen haben. Die Ölpumpe sitzt also hier unten drin. Hier war der Schnorchel drin. Hier war das Zahnrad, was ich beim letzten Film abgemacht habe. Und hier ist der Anschlusspunkt für die Wasserpumpe. Ne? So. Und so sieht das aus. Drei Schrauben und damit ist es erledigt. Die Ölpumpe selbst ist ein recht dankbares Bauteil zum Zerlegen und Vermessen. Das werden wir in Kürze alles tun. Aber jetzt soll sie erstmal nur raus. Die Schrauben sind nicht gleich lang. Diese Schraube hier ist ein bisschen länger. Und die anderen beiden sind gleich lang. Aber man kann es eh nicht verwechseln, weil das sieht dann blöd aus. Das kennt ihr ja. Wenn die Schrauben reingesteckt sind, müssen sie alle gleich aussehen. Das ist das Wichtige. So. Da ist die Ölpumpe. Da gibt es in der Regel den einen oder anderen O-Ring, den man gegebenenfalls nicht verlieren sollte. Den einen oder anderen Passstift. Dieses Teil zum Beispiel. Zeige ich gleich nochmal, wo es hingehört. Der sitzt also hier. Das ist der Ausgang zur Ölgalerie. Dieses Teil ist ein hohler Passstift, der also die Ölpassage gewährleisten kann. Hier ist jetzt noch ein Passstift, der ist zwar auch hohl, aber der hat nichts mit Öltransport zu tun. Der ist einfach nur da, damit die Ölpumpe ihren Sitz hat. Ja, und hier sitzt zur Abdichtung auch noch dieser eben erwähnte O-Ring. Den lasse ich jetzt für den Moment mal drin, weil der jetzt eigentlich erstmal nicht stört. Diese Ölpumpenpasshülsen haben freundlicherweise keinen oben und keinen unten, sind also symmetrisch. Jetzt können die Gehäusehälften getrennt werden. Zu dem Zweck drehe ich den Motor noch mal gerade um. Überall Steine. Ich glaube, ich muss ja erstmal absaugen. Das ist jetzt der eindeutige Nachteil, wenn man den Motor vorher nicht gereinigt hat, dass man mit irgendwelchen Rocks immer zu tun hat, die einem im Weg rumliegen und gegebenenfalls Passflächen beschädigen. Das ist nicht schön, aber dadurch, dass der Motor halt ja nicht ganz dicht war, habe ich ihn auch nicht abspülen können. Steine hätte ich natürlich im Vorfeld abkratzen können. Habe ich nicht getan. Im Zweifelsfall würde ich das jetzt doch getan haben sollen, aber das heißt drum, es muss ich mit dem leben, wie es ist. Und ich habe den Motor jetzt noch mal ein bisschen gekippt, weil ich mit diesen Schrauben hier beginnen will. Das sind die entferntesten Gehäuseschrauben, die am weitesten entfernt sind von der Kurbelwelle. Und die sind eigentlich nur dazu da, ja, damit der Motor an dieser Stelle nicht auseinanderfällt. Die halten eigentlich nicht wirklich irgendwas Kräftiges zusammen, wie das die Kurbelwellenschrauben tun. Also fange ich bei diesen Schrauben jetzt mal an. Und diese paar wenigen sind also von der Oberseite des Motors zugänglich. Ja, da wo die Kurbelwelle ist, ist es noch ein bisschen schwer. Wir haben also 5 12er Schrauben hier, also Schlüsselweite 12. Mit denen fange ich an. Dann haben wir noch ein paar Zähne. Hier ist eine. Hier. Und hier. Und auf dieser Seite sind noch 3 davon. Oh. Nuss geklaut. Kerle. So. Und hier ist es wichtig. Das zeige ich gleich nochmal. Hier ist eine relative Spezialschraube drin, darum tue ich die gerade nochmal rein an die Stelle.
Damit ich das nochmal zeigen kann. Ja, das war's schon von der Seite, mehr ist nicht. Diese Schraube hier an der linken Seite dieser kleinen Ausbuchtung, wo die Ausgleichswelle drin sitzt, die hat also eine ganz spezielle Form vorne. Die hat also ein relativ feines Gewinde und die hat eine spezielle Spitze. Diese spezielle Spitze ist dazu da, um die Welle der Ausgleichswelle sozusagen in Position zu halten. Und diese Schraube hat also einen Kupferring, weil sie im Inneren in Öl sitzt. So, und deshalb ist die quasi ein bisschen spezial und da sollte man sich merken, dass die hier lichtmaschinenseitig an dem Kasten der Ausgleichswelle quasi sitzt. Die restlichen Schrauben haben halt die Länge, die sie dazu befähigt, so um etwa 2 cm rauszugucken. Man kann sich auch hier drauf verlassen, dass alle Schrauben gleich lang rausgucken oben. Deshalb braucht man sich jetzt gar nicht so groß zu merken, welche wo drin steckte, weil wenn man sie falsch reinsteckt, sieht man das sofort. So, von hier ist jetzt fertig, jetzt kann der Motor wieder rum. Ja, und dann geht es auch von außen nach innen. Die Schrauben, die Kurbelwelle festhalten, kommen zum Schluss und die anderen mache ich jetzt. Dann haben wir hier noch ein paar Zähne. Insgesamt 3 Stück. Dann sind die Kleinen schon mal raus. Ne, hier vorne ist jetzt noch eine. Hier, genau. Und die anderen sind, wie ich sehe, alles 12er-Köpfe. Richtig. Ja, da gibt es noch eine innen hier. Die zeige ich gleich. Ansonsten sind alles die restlichen Schrauben, die man hier sieht, nur noch flankierende Schrauben der Kurbelwelle an sich. Und die macht man zum Schluss raus. Und die eine, die noch fehlt, ist da unten drin. Das sind also die Kurbelwellenschrauben, die man hier sieht. 2 Stück sind hier außen am Gehäuse, die restlichen sind innen. Das ist praktisch die Schrauben, die Explosionskraft aufnehmen. Hier sind auch nochmal 2 außen und hier ist noch eine etwas versteckt hier unten neben. Die hält nicht unbedingt die Hauptlager zusammen, sondern die ist halt einfach hier noch flankierend vorhanden. Und die mache ich als nächstes raus. So, die haben jetzt alle 12er Schlüsselweite. Eine relativ kurze. Die Hauptlagerschrauben will ich von Hand anlösen und fange mal außen an. Und hoffe, dass das geht. Das ist natürlich wieder schwierig, den Motor zu halten. Das Problem kennen wir ja. Keine Ahnung, warum die Sirene heult. 10 vor 1. Ich mache jetzt die anderen gleich. Gucken, wie ich es hinkriege. Die verkantet, da brauche ich eine etwas längere Verlängerung. Er dreht sich hoffnungslos. Also ich nehme jetzt den Schlagschrauber und ihr kriegt es einfach alle weg.
So, hier brauche ich eine schmalere Nuss. Ja, mit dem Schlagschraube ist es halt einfacher. Man hat vielleicht seine Vorbehalte, aber unterm Strich ist es dem Motor wahrscheinlich egal. Diese Schrauben kennt ihr ja, die sind ganz speziell. Die haben hier so ein Dehnungsstück und hier unten halt das normale Gewinde. Und ich muss noch mal gucken. Ich war eigentlich immer der absoluten Überzeugung, dass diese Schrauben ersetzt werden müssen, weil es Dehnschrauben sind wegen dieses Dehnungsstücks. Aber vielleicht ist es auch so, dass sie gerade deshalb nicht ersetzt werden müssen. Haben natürlich auch unterschiedliche Längen, aber das seht ihr ja gerade. Aber ich gucke dann noch mal im Werkstatthandbuch und werde diese Information noch mal nachliefern. Ich habe immer behauptet, die müssen neu. Aber vielleicht auch nicht. Ich gucke noch mal nach. Ja, die äußeren sind die besonders lang und die anderen sind halt die normalen. Ja, das war's. Jetzt hoffe ich, dass ich keine Schraube vergessen habe. Die eine, die man immer gerne vergisst, da innen, die habe ich ja gezeigt und entfernt. Es gibt auch Hebelstellen, aber meistens geht es mit Klopfen. Jetzt gucken wir mal, ob es schon geht. Könnte durchaus sein. Hier sind es natürlich nicht nur Passstifte, sondern auch jede Menge Dichtmittel. Passstifte sind zum Verkanten da, das Dichtmittel zum Verkleben. Aber irgendwann geben sie beide auf. Und dann hat man es dann geschafft. So. Das Schöne ist, dass die Kurbelwelle im Oberteil bleibt, weil es aufgrund der Kolben eh keine andere Chance hat und das Unterteil ziemlich leicht ist. Das Erste, was ich jetzt tun will, ist die Öldüse suchen, von der ich im letzten Video sprach, bevor sie mir verloren geht, will ich gucken, wo sie ist. Ach, es sind sogar zwei. Es sind sogar zwei. Sie sitzen also hier in der Mitte und bilden quasi Passstifte. Und ziemlich trickreich und sogar verdrehsicher gelagert. Ich mache da mal gerade eine Nahaufnahme. Ja, so sehen die Dinge also aus. Die bilden also Passstifte. Hier an dieser Kante bilden sie Passstifte aus. Ganz normal, wie jeder andere Passstift auch. Und man kann sie drehen und sie haben ein Flach. Und dieses Flach hat auch ein Gegenstück. Und hier ist nochmal genau das Gleiche. Das sind also zwei von diesen Dingern. Und es ist sogar noch ein bisschen komplizierter, das sehen wir auch gleich. Und die Gegenstücke sind also diese Geschichten hier. Das sind also die Gegenstücke und hier ist das eine direkt an den Ölkanal angeschlossen, die hier nämlich zu dem Getriebelager führt. Das ist das Lager der Getriebeeingangswelle und das man hier sieht, ist der Simmerring der Kupplungsdruckstange. Dieses Ding gehört also hier so rein und es darf nicht verdreht werden, weil dieses kleine Loch, was man hier sieht, dieses winzig kleine Loch, was hier seitlich ist, das muss hier vorne sichtbar bleiben. Ich denke, man kann das hier ganz gut sehen, dass es das muss. Und deshalb sind diese Dinger verdrehgesichert quasi. Und deshalb macht es auch Sinn, dass man die Dinger hier unten reinsteckt und nicht oben reinsteckt. So, und der hier, der hat auch ein kleines Loch. Und dieses Loch pinkelt auch einfach nur aus diesem Ding hier raus. Die beiden Öldüsen sind also identisch. Sie haben ein seitliches Loch und eine Durchgangsbohrung, wie man hier schön sehen kann, wobei die Durchgangsbohrung auf der einen Seite gar nicht benutzt wird. Ich zeige das gerade mal. Hier an dieser Stelle kann man ganz gut sehen, das Öl kommt von oben, wo jetzt die Kamera hinschaut.
Und das Öl geht dann quasi in diesen Kanal hier rein und man sieht auch hier innen die Vertiefung. Die Vertiefung dieses Kanals, welcher hier das Getriebe füllt, das geht ja in die Getriebeeingangswelle und füllt die Getriebeeingangswelle quasi mit Öl. Und neulich hat mal einer gesagt, wenn man die Kupplungsdruckstange rauszieht und den Motor laufen lässt, wird eine riesige Ölfontäne da rauskommen. Ja, warum kommt die? Ganz einfach. Weil diese Ölspur direkt hinter dem Simmerring, das ist ja der Simmerring, quasi der Getriebe, der Kupplungsdruckstange, Öl reinsprüht in die hohle Getriebewelle, um die Getriebewelle von innen zu schmieren. Das Öl dringt dann in der Getriebewelle durch Löcher nach außen an die Schmierstellen der Zahnräder. Dafür ist das da. Und wenn man natürlich jetzt die Kupplungsdruckstange, die ja hier drin sitzt, rauszieht und den Motor anlässt, dann kommt natürlich der ganze Öldruck kommt natürlich hier rausgeschossen. Es gibt eine Riesensauerei. Das hat neulich einer geschafft, hat es im Forum berichtet und jetzt wissen wir auch, warum das so ist. Ja, sehr interessant. Das ist also diese eine Geschichte und dann kommt dann jetzt diese Öldüse hier so rein. Sie kann aufgrund des Flachs nicht verdreht werden. Und das Öl kommt, wie gesagt, von oben durch den Ölkanal und spritzt zum einen hier seitlich aus dem Loch raus und duscht das Getriebe. Sowas haben wir bei der CB1300 ja auch gesehen. Da gibt es ja auch so eine Getriebedusche und versorgt über diesen Kanal, über das untere Loch quasi diesen Kanal. So. Und hier bei dieser Geschichte ist es ein bisschen anders. Da haben wir keinen unteren Kanal mehr. Das Ding ist einfach unten zu. Und wenn ich hier die Öldüse reinstecke, ist das nur und ausschließlich Getriebedusche. So. Hier kann man also schön sehen, das Loch, was da seitlich jetzt raus blinzelt, das duscht einfach nur das Getriebe. Das ist also diese beiden Öldüsen sind nur Getriebeversorgung, sonst nichts. Ja, schön. Und wo das Öl herkommt, kann man hier schön sehen. Das ist also die Hauptgalerie, die wir hier sehen, dieser Kreuzungspunkt der Hauptgalerie, wo auch die Ölpumpe drauf sitzt und der Ölfilter und der Wärmetauscher, hier sind Kanäle gebohrt. An diese Stelle und an diese Stelle, wo diese Öldüsen dann quasi angreifen. Schön einfach und effizient gemacht. Und hier kann man mit ein bisschen Glück auch die Passstifte rausziehen. Die erzeugen den Unterdruck. Die wollen nicht raus. Die sind fast wie Federn durch den Unterdruck. Hier ist einer. Hier ist einer, die sind auch alle im guten Zustand, weil die sind ja mit Dichtmittel versehen. Die Gegenstücke sind hier, die Gegenlöcher sehen auch gut aus. Und hier haben wir noch einen Passstift hier vorne. Gucken, ob der auch rausgeht. Der scheint ein bisschen eher zu klemmen, aber er dreht sich schon mal. Wenn meine Finger nicht so ölig wären, könnte ich ihn rausziehen. Vielleicht kriege ich ihn mit dem Tuch hin. Die drei Passstifte sind also identisch. So, jetzt fangen wir mal hier das Lager, wenn es irgendwie geht. Das kann man einfach nach oben rausziehen. Das hat hier einen Arretierstift, wie man schön sieht. Und dieser Arretierstift hat hier, wie man gerade nicht sieht, hat dieser Arretierstift ein Loch im Motorgehäuse. Allerdings ist das gerade mit Öl zu. Jetzt kann man sehen. Das ist der Simmerring der Kupplungsdruckstange, den kann man auch nach außen ziehen. Ich würde den jetzt nicht wechseln wollen im eingebauten Zustand, weil wie man hier schön sehen kann, ist der hier eingelassen. Der hat also hier einen Rand, etwas, zwar nur einen kleinen, aber er hat einen Rand und der geht so schon schwer raus und ich weiß nicht, ob der überhaupt rausginge, wenn die Motorhälften zusammen sind. Ich würde eher vermuten, dass das aufgrund dieser Grube, die man hier sieht, schlecht zieht, weil es total dreckig ist, aufgrund dieser Grube eher nicht geht. Und hier kann man ja auch diesen Rand sehen. Bei zusammengebautem Motor, das da austauschen zu wollen, ist wahrscheinlich ein ziemliches Gewürge und man macht es eher kaputt, als dass man sich darüber freut. Der nächste Schritt ist der, die Kurbelwelle auszubauen. Dafür muss man die Pleuelfußlagerschalen abklappen und die Pleuel mitsamt den Kolben nach unten schieben, damit die Fußlager hier frei sind. Und um das zu tun, braucht man auch wieder eine Vielzahlnuss. Ja, ich brauche schon wieder eine Vielzahlnuss. Ich habe gedacht, ich bräuchte nur einmal im Leben eine, aber nein, es ist zweimal im Leben. Ja, genau. Und diese Schrauben
sind definitiv Dehnschrauben und man darf sie definitiv nur einmal benutzen. Die müssen also definitiv ausgetauscht werden. Das weiß ich jetzt zum Beispiel ganz genau. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, was diese Hauptlagerschrauben angeht, die also hier drin sitzen. Die müssen ersetzt werden. Das sind also Dehnschrauben und die sind auch laut Werkstatthandbuch mit einem Spezialöl überzogen, welches die Dinger eben nur im Neuzustand haben und deshalb müssen sie ersetzt werden, bevor das Ganze wieder zusammengebaut wird. Es wird also teuer, wenn man diesen Motor wieder in Betrieb nehmen will. Ja, das heißt, diese Schrauben müssen neu und diese Schrauben müssen neu. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das Honda sehr gut bezahlen lässt. Ja, ich will mal gerade das Pleuel-Lagerspiel messen. Man kann also hier sehen, dass es hier ein Spiel gibt. Die Kurbelwelle an sich hat also kein Spiel. Soll es auch nicht. Das ist gut. Man kann da also überhaupt nichts verschieben. Aber man hört, dass das hier klappert. Und wir haben hier ein erlaubtes Spiel von 0,25 mm. 0,25. Das erscheint mir deutlich weniger. Ich gehe also mal mit einer Fühlerlehre rein und ich sehe also die Fühlerlehre, die da gerade so noch dazwischen passt, ist die 0,1. Also gerade so noch rein. Also man kann sagen, 0,1 mm ist jetzt das Spiel hier. Ich probiere das hier an der Kupplungsseite nochmal aus. Hier ist es ähnlich, der 0,1 mm passt gerade so durch. Und dann drehe ich es mal hoch. Hier merkt man auch schon, dass es nicht mehr ist, garantiert nicht mehr ist als die eben gemessenen. Hier passt auch das 0,1er Blättchen gerade so durch. Und hier auch. Also die sind alle sehr identisch, sehr genau auf 0,1 mm. Ich mache jetzt mal die Pleuelfußlage auf. Hoffentlich geht es halbwegs leicht. Oh. Sind ja nicht besonders groß. Ja, man merkt sehr deutlich, dass es Dehnschrauben sind. Sie haben einen merkwürdigen Gummibandeffekt beim Aufschrauben. So, die letzten getriebeseitig. Ja, jetzt führt auch hier kein Weg mehr dran zurück, davon zurück. Auch diese Schrauben sind jetzt Schrott. Irgendwie schon schade, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass dieser Motor völlig ungeöffnet, völlig problemlos nach 100 oder 200 oder 300.000 Kilometer gelaufen wäre. Aber jetzt sind wir schon mal dabei. Und jetzt macht man es auch fertig. Ja, hier gibt's. Das zeige ich gleich. So, man kann die Kolben also runterdrücken. Dann sind sie aus dem Weg. Dann sitzen sie hier unten. Dann kann man die anderen beiden hochdrehen. Ja, durch die Passstifte ist es natürlich auch hier ein bisschen verkantet. Oh mein Gott. Die seitlichen beiden gingen so schön ab. Und hier, da wirkt man sich einen ab.
Der ist hartnäckig, der letzte. Ich glaube, jetzt ist er willig. Ich habe die jetzt also so hingesetzt, damit sie nicht verwechselt gehen. Warum das so schwer ist, liegt an diesen Passstiften hier. Diese Passstifte sorgen dafür, dass man das nicht verdrehen kann. Das ist ja schön. Und diese Passstifte, die sind wie Passstifte halt immer so die Eigenschaft haben, sobald eine leichte Verkantung vorliegt, auch bei diesen kleinen, geht es ziemlich schwer hoch. So, jetzt kann man die Kurbel wieder rausheben. Zumindest sollte es so sein. Jetzt dürfen die Kolben also raus, man kann die also jetzt alle nach unten befördern. Zunächst mal. So. Dann kann man die Kolben jetzt ausdrücken. Dabei versuchen, dass die Pleuel nicht gegen die Zylinderwände knallen. Das von innen schön führen, möglichst, dass die Pleuel in der Mitte bleiben. So. Das ist die Beute. Ich schaue mir mal gerade die Lage an, ob ich irgendwas Pathologisches entdecke. Und wenn ja, dann zeige ich das gleich. Ansonsten muss natürlich jetzt alles erstmal gereinigt werden. Ich habe die Pleuelfußlagerschalen mal ausgewischt und habe das mal so drapiert, dass man das ganz gut zeigen kann in einer Aufnahme, die beiden Lager gleichzeitig. Ich versuche das jetzt mal in der Nahaufnahme zu machen. Wir sind jetzt hier bei Zylinder Nummer 1. Das ist ja Lichtmaschinenseite, kolbenseitig, also oben oder ja, oben. Das ist also die Lagerschale, die sich da darstellt. Man sieht sehr deutlich, dass sie nicht mehr neu ist. Und hier gehe ich in die untere Lagerschale hinein. Die untere Lagerschale sieht noch deutlich besser aus. Es ist ja auch zu erwarten, dass die oberen Lagerschalen, dadurch, dass die den Druck aufbauen, eher verschleißen. Das war jetzt Nummer 1. Nummer 2 sieht ähnlich aus, auch in der Mitte. Deutliche Verschleißspuren, kolbenseitig. Und unten die Zugseite ist besser. Nummer 3 ist interessant. Die hat hier einen Strich hier rechts. Sie hat zwar in der Mitte jetzt nicht diese halbmondförmigen Verschleißspuren wie die anderen, aber sie hat hier eine tiefe Grube. Als wäre da mal irgendein Stückchen Unrat reingefallen und hätte hier einen Strich gezogen. Man sieht also, dass diese Lagerschale aus einer Art Bronze oder sowas besteht. Es ist irgendwas Kupfernfarben, was da durch scheint. Und man sieht es auch bei der unteren Lagerschale. Da zieht sich das also auch mit durch. Also da hat mal irgendwas gefangen. Da hat sich mal irgendwas drin gefangen und hat hier einen tiefen Grat gezogen. Und diesen Grat, ich habe das gerade ausprobiert, kann man mit dem Fingernagel auch gut spüren. Also da ist mal was reingeraten. Nummer 4 sieht wieder normaler aus. Hat das normale Verschleißbild oben wie 1, 2 und 3. Und unten weniger. Ja, ist interessant. Man sieht also, der Verschleiß ist auf der Druckseite am höchsten, logischerweise. Kann man sich erklären, auf der Zugseite nicht so sehr. Gut, ja, und das hier ist natürlich interessant mit diesem Strich da drin. Ja, wenn man hier fühlt, diese Spitze, ich weiß nicht, ob man es auch hört, diese Spitze ist eindeutig hier am Einrasten, also das ist kaputt. Ja, gut, der Motor an Instandsetzer wird selbstverständlich ohne Frage sowieso alle Lager ersetzen. Und wenn ich diesen Motor wieder aufbauen sollte, werde ich das natürlich auch tun. Ich klappe die jetzt erstmal einfach wieder zusammen, damit ich sie aufräumen kann. Und dann schauen wir mal die Kurbelwelle an. An der Kurbelwelle selbst kann man also so gut wie keinen Verschleiß erkennen. Das ist hier die Pleuellager. Die mit der Rille sind Hauptlager.
Sieht also alles sehr gut aus. Auch wenn man jetzt glaubt, dass man jetzt in dieser starken Vergrößerung der Kamera irgendwelche Riefen und Rillen sieht, das ist alles nicht spürbar. Das ist alles ja, geringstfügig, genau genommen. Also das sieht alles prima aus. Die Hauptlagerschalen in der oberen Zylinderhälfte sind das jetzt. Sie sehen unterschiedlich aus. Hier sieht man nicht viel. Das war Nummer 1, das ist Nummer 2. Auch noch ziemlich gut. Nummer 3. Nummer 4. Unsere Kurbelwelle von der Vierzylinder hat ja 5 Lagerstellen, deshalb gibt es hier noch eine Nummer 5. Und die Nummer 5, die sieht schon ein bisschen anders aus. Die hat ein bisschen ja, ein anderes Verschleißbild. Ich will es einfach nur mal so nennen. Jetzt schauen wir auf die Lagerstellen des Hauptlagers der Gehäuseunterhälfte. Das ist also Nummer 1. Sieht eigentlich nur gebraucht aus. Nummer 2 hat eindeutige Abschleifspuren. Kommt also das Trägermaterial hier links durch. Kann man sehr schön sehen. Ist also hochgradig abgenudelt, aber das ist nicht das Schlimmste. Lagerstelle Nummer 3 ist hier rechts hochgradig abgenudelt. Nummer 4 ist so ziemlich überall durch. Man sieht also hier ist das Trägermaterial rechts und links sehr stark zu sehen. Und die Gleitschicht so gut wie weg. Und hier hinten das letzte auf der Kupplungsseite. Das sieht wiederum ganz gut aus. Ja, man sieht also, dieser Motor ist gelaufen. Die Lagerschalen sind deutlich strapaziert. Und es ist kein Fehler, den mal aufgemacht zu haben und dann mal neue zu spendieren. Vielleicht hätte er noch weitere 100.000 gelaufen, ich weiß es nicht, aber nicht mit gutem Gewissen. Ja, Freunde, das ist ungefähr das, wie weit ich in diesem Film kommen wollte. Die genaue Vermessung der Bauteile nach der Reinigung, das wird noch sehr viel Zeit beanspruchen, das wird sukzessive folgen. Aber jetzt habe ich erstmal schöne kleine leichte Einzelteile, die ich im Zweifelsfall auch zur Seite stellen kann, wenn irgendwas anderes dazwischen kommt. Aber es geht selbstverständlich weiter an dieser Baustelle. Bald, macht's gut, bis dann, bald Sams Channel.